Das Glas? Moin Moin. Oh, aber nicht viel, Digga. Wie geht's? Wie steht's? Gut, dir? Alles gut. Soweit, so gut, ja. Das TNT-Verbot ist aufgehoben, ne? Ja. Aber? Nichts. Bald gibt's die Purge-Nacht. Bald gibt's eine Purge-Nacht. Aha. Da darf man jeden killen. Jeden killen. Man darf nur nicht Leute hier in die Gebäude in die Luft sprengen. Ja, genau. Kannst du killen, kannst du klauen, kannst du machen. Das ist die Säuberung. Aber habt ihr kein Interesse, heute irgendwas zu sprengen? Digga, du und dein Sprengen. Ich bin hier an der Mission dran. Ich mach meinen Kaktusfarm. Das ist was willst du denn sprengen? Boah, alles. Ja, sehr schön. Na, wenn jemand hast, der dir auf die Eier geht und das einen Grund hat, dann ich guck ja zu. Ist das ein Wild? Macht's gut, ciao, ciao, Motte. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Pablo. Oh, ich hab ein Pferd. Wieso reitet das jetzt nicht? Wieso bewegt sich das nicht? Ein Sattel drauf. Und eine Leine brauche ich auch. Ich glaube, wir machen es jetzt mal ganz kurz so. Mann. Digga, willst du mich verarschen, Pferd, oder was? Was soll das, Digga? Oh, sorry. Bro. Was soll das? Bam. Bro, das Pferd. Wieso kann ich das Pferd nicht einbauen? War nicht mal Hattrick? Nee, war kein Hattrick, oder? Ich schwör's dir, das ist Karma. Hier kam vorhin einer rein und meinte, Barca wird gewinnen, Vini ist scheiße. Ich schwör's dir, genauso. Und dann habe ich gesagt, ja, Vini, das ist schlecht. Ich glaube, ich habe auch noch einen Sattel. Hallo. Na, Isa? Na? Was machen Sachen? Bauen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Gerne. Was machst du? Jetzt gerade? Mhm. Ich versuche mir ein Pferd zu klären. Hier war gerade ein Wildpferd. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz hoch zu meiner Kiste und schaue, ob ich da einen Sattel und eine Leine habe. Naja, aber ich muss ja auch das Pferd irgendwo anbinden. Achso, ja. Oder einzäunen, aber anbinden ist besser. Ja, genau, richtig, ja. Muss nur bei Anbinden aufpassen, dass keine Leute das Seil auf einmal wegpacken, aus Versehen. Aha. Oh Gott, Rohat seine. Also, Chat, ich sag euch ehrlich, ne? Rohat seine Crib, ich werde mir die Diamanten klauen. Weil die so schmackhaft da rumstehen. Nee, aber man kann. Das ist einfach. Das geht nicht. Das sind ja Diamanten in der Höhle. Man kann ja keine Höhle für sich beanspruchen. Achso, die hat er. Nee, die hat er mit Silk Touch abgebaut. Ist mir egal. Das ist schon wieder das Trimax-Thema. Der meint, er will was von dir in die Luft sprengen. Von weil mir? Du in der Höhle gefarmt hast, ja. Dann kann man mal einen blasen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, Chat, das ist alles nicht mehr so toxisch wie früher. Jetzt ist es nochmal ein bisschen toxischer, habe ich das Gefühl, als ganz, ganz früher. Ist das wie ein Sattel gewesen hier, die Silberrüstung, Chat? Früher die nee, Klassikos. Ne? Oder? Das ist kein Sattel. Da sind die sich an die Gurgel gegangen. Hm. Spieler, Trainer, Manager. Nee. Weiß jemand, wie man Sattel bekommt? Ein Sattel? Mhm. Einfach, also kannst du finden in Kisten. Mhm. Und, also wir haben, glaube ich, sogar ganz viele. Wo? Oh, ich glaube, unten da bei den Villagern, bei den Dorfbewohnern unten, bei den Kisten müssen einige sein. Rohat hat safe auch einen. Oh, doch, ein Sattel hier. In der letzten Kiste. Na, passt. Ich level wäre jetzt dann ganz entspannt. Und dann eh? Ja, dann mach da unten die Hebel danke schön, nach unten, Chat. Danke stell schön. Dich unten ran und nimm die Sachen aus dem Ofen raus und dann kriegst du Level, mein Bro. Hä, wie hast du das? Alter, ihr... Aha. Ja. Ey, Honeypu, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Und aber auf weiter. Ich brauche noch eine Leine, ne, Chat? Hoffentlich, dass du immer glücklich bleibst. Man, ne? Kann man eine Leine. Jetzt? Hast du heute. Kann man eine Leine machen oder was? Ich sag, es gibt nichts OP-eres am Geburtstag online zu kommen. Wie viele Subs hast du bekommen? Keine Ahnung. Ey, Eli, dieser Kaktus-Ding ist ja anders krass, aber wie bekomme ich jetzt Level? Ich sehe die ganze Zeit, da wird der Ofen gefüllt. Ja. Hast du Level? Hast du schon Level dazu bekommen? Aus vier Fäden und ein Slimeball, okay. Danke, Chat. Nein, du musst den Hebel. Mhm. Mach mal den Hebel so runter. Ich hab Bock, was zu sprengen, Chat. Ich glaube, heute ist es soweit. Heute werd ich was in die Luft jagen. Ich hätte Bock, das Ding von Edis in die Luft zu jagen, sag ich ehrlich. Aber dann tötet er mein Pferd vielleicht. Vielleicht tötet er dann mein Pferd. Das wäre natürlich nicht so geil, ne? Warte mal. Ah, hier, guck, ich hab doch Faden, Chat.
hab's doch gewusst. So. Leine brauchen wir, ne? So. Easiness. Der Minecraft-Profi. Himself. Und dann ich brauche einen Zaun, richtig? Warte mal ganz kurz. Aus was für Bestandteilen mache ich denn einen Zaun? Eichenholz-Zauntor. Holzblöcke und die Dinger. Aber Holzblöcke habe ich nicht. Edis, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr sauer wärst du mir, wenn ich heute dein Schandfleck endlich spreng? Ja! Ey, was? Isa, wieso verkaufst du mich? Nein, ich sag Fitner. Ja, ich sag dir ehrlich, ich wäre nicht sauer, ich wäre enttäuscht. Das geht dann ja. Das geht dann ja. Ist deine Enttäuschung nicht mehr schlimmer? Nee. Nee, Monte, ich verbiete es dir, fass nicht an. Oh, okay. Du verbietest mir was. Machtwort gesprochen. Ja, lass stecken. Dahinter hättest du eigentlich dieses Geräusch machen müssen. Besser, Vertrau, sonst. Wie weit ist nochmal Buxtehude? Buxtehude ist zu weit, aber es passt schon. Ich hab da ein paar. Hast du ein paar Leute? Ich hab ein Bree dort. Okay. Die Frage, die ich mir stelle, so jetzt nur, nicht als Disrespekt, sondern wirklich eine normale Frage jetzt, ne? Ja. Was passiert denn dann? Weil diese Ansagen, die sind ja weit verbreitet. Ich weiß, aber nichts dahinter meinst du, ne? Ne, ich will nicht sagen nichts dahinter, aber also ich habe noch nicht so viel Konsequenzen einfach so mitbekommen, weißt? Ja, ja, aber das weißt du doch selber, wie es ist als Streamer. Du hast kaum Zeit und du weißt auch mittlerweile, wie viele Streamer auch einfach nur eine große Fresse haben und dann nie wirklich etwas wirklich durchziehen, wenn man zu denen dann auch ernst sagt, okay, komm. Dann kommen die nicht. Was soll ich jetzt machen, Monte? Soll ich jetzt bis zu denen vor die Haustür gehen? Okay, gut, aber gut, wenn du sagst, Monte so und so und so und ich sag, oh, nee, ich mach sowieso nichts, dann kannst du ja auch gar nichts machen. Wie? Hä? Ja. Hab ich nicht verstanden. Du sagst, die Leute verteilen immer Ansagen und dann, wenn es drauf ankommt, machen sie nichts. Also kannst du nichts machen. Also werde ich auch Ansagen verteilen und dein Turm sprengen und wenn du dann sagst, ich komme jetzt nach Buxtehude, dann sag ich, nee, bitte nicht und dann kannst du nichts machen. Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt bei dir in die Wohnung einbrechen, Monte? Wäre eine Option, ja? Wenn du mir das, den Segen gibst, zu sagen, ey, nein. Ich ergib dir offiziell den Segen, dann mache ich's. Nein, das habe ich nicht gesagt. Also. Ich bin da. Du hast richtig. Chat? Crowy schreibt zu mir im Chat, so bin jetzt hier, hat seine Gründe. Ja, dann kann er hier mal anfangen zu blasen. Da ist doch Profi drin, vertrau mir. Der Huren hat er geschrieben. Ja. Und später wieder bei Insta schreiben, ey, Monte, Bro, danke dir nochmal für alles, tut mir leid, hab übertrieben. Ich bin Crowy the Fettsack. Das Totem ist ein Extra-Leben, ne? Ja. Ja, stimmt. Unterm Tisch auch immer. Unterm Tisch. Ja. Ja. Kenn ich. Unterm Tisch ist immer Meter gewesen. Unterm Tisch. Sag, ist das Pferd zu dumm zum Scheißen oder was? Was soll denn die Pisse? Oh, sorry. Oh. So, jetzt aber. Okay, das sind alles nicht die Babys. Oh. Soll ich die mal umbringen? Kann ein Pferd nicht sprinten, oder was? Doch, aber nicht jedes. Wenn du eine Sprint-Taste drückst, dann ist das quasi Sprinten. Aber bei manchen ist es super langsam. Jedes Pferd ist anders. Kann sein, dass du einfach ein langsames erwischt hast. Bro, da bin ich ja schneller beim normalen Laufen. Ja, das kann sein. wie lange brauchst du die? So. Ich brauch sie jetzt ganz kurz. Auf süß. Auf süß, Bruder. Auf süß, Bruder. Wo bist du denn, Fabo? Unten bei dem Kaktus. Bei Elis Farm? Ja. I coming. Nice. Auch keine. Ja, oder? Danke. Bisschen größer wäre gut, oder? Ja, du musst so und so irgendwann größer bauen, wenn du mehr Öfen hast und so. Du kannst ja theoretisch auch schon mehr Öfen bauen. Okay. Und was habt ihr noch heute alles vor, Leute? Dein Turm sprengen. Ja, viel Spaß. Immer nur, ich spreng, aber nichts dahinter, Monte. Hat die jetzt wieder hier im Ofen drin? Ich will sie selber craften. Ab. Warte, du musst die jetzt an der anderen platzieren. Also hier dran. Genau. Oh. Okay. Und da machst du jetzt immer alle Lava-Eimer rein. Und da kommen Lava-Eimer immer rein? Ja.
Und dann ich mach dir einen automatisch nach Vorschlag. Unten reingezogen, mach. Wenn nichts mehr zu brennen ist. Okay. Du kannst ja auch hier wohnen und ein bisschen mitgestalten. Bei dir? Ja, hier ist doch ganz schön hier angenehm. Schau mal, die Luft ist so groß. Oben hast Aussicht zur Moschee, zur Türkei-Flagge, zum Kolosseum, das zu Elis Farm. Also die ersten beiden Argumente waren definitiv ein No-Go, eher. Genau. Sobald, ne, weil wenn oben dieses Brennstoff ausgelaufen ist, wird direkt der nächste reingezogen. Und so. Okay, gut. Ja, dann, das lief doch dann hier ganz gut, Chat. Ja, und jetzt, jetzt haben wir alles gemacht. Jetzt kann ich bis in die Unendlichkeit hochbauen, ne? Ja, du musst halt immer wieder runtergehen, dir Lava auffüllen, reinmachen. Und dann brennt das jetzt die ganze Zeit vorübergehend. Und irgendwann machst du einfach eine Bambusfarm, das halt immer läuft und du gar nichts mehr machen musst. Ja, okay. Danke, okay, Monte, Fabo. Raus. Geh Warum? Bitte hier raus. Ich will nicht. Ich geb dir Hausverbot. Bitte raus. Er will nicht. Er gibt dir Hausverbot. Respektier ja, das. Ich möchte nicht. Dankeschön. Einmal hier runter, bitte. Lass diese TNT weg, bitte. Gehen Sie bitte wieder weg. Okay. Tja. Hast du mich gerade, hast du mir gerade einen Gnadenstoß gegeben? Nein, das ist nicht kein Bock. Ah, Chat, ich weiß nicht. Das ist immer so nett. Und wenn du was rausnehmen willst, dann machst du den Hebel nach unten. Ich kann eigentlich sein Ding nicht sprengen. Das Problem ist, Chat, hört mal zu. Das Problem ist, selbst wenn ich 10 TNT da oben spreng, wird der Turm nicht weg sein. Versteht ihr? Ich verstehe. Genau. Dankeschön, Bro. Ja, dann haben wir jetzt also richtig weit gekommen, Chat. Ja, und mehr jetzt, Eimer, bitte. Mehr, noch mehr. Ich habe da ganz schön viele Eimer reingekriegt. Ja, das passt ja erst jetzt erstmal. Erstmal passt, ja. Und ich sage ehrlich, Elis. Manche sind verstopft, ja. Elis, Kaktusfarm fuckt auch richtig ab. Das Ding will ich auch sprengen. Wer, Monte, warst du das unten mit dieser grünen Fläche, da, weil ich sterben sollte? Nein. Welche grüne Fläche? Jemand hat bei meinem Sprungbrett aus hier eine grüne Fläche, wo ich wäre fast hier drauf gelandet. Nee, das war ich nicht. Hm. Muss jemand auch noch ins Netherland, Leute, von euch? Nee. Ich gehe da jetzt hin, Monte. Schau mal, das wäre eklig, wenn du jetzt aufgrund, weil ich nicht anwesend bin, etwas sprengst. Sowas geht nicht. Noch bist du ja da. Noch bin ich hier, genau. Und deswegen, genau. Ich bin schon oben wieder bei dir. Jetzt rein. Wie, du bist schon oben? Ja, ich bin schon oben bei dir. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Geh mal weg da, Mann. Lass du, Mann. Spreng da nichts. Doch, doch. Ey. Ja, so witzig. Das sah so lustig aus, wie du da stibitzt hast gerade. Oh, übertreib doch nicht. Geh runter. Ich will nicht, dass du hier oben bist. Das müssen wir wohl ausfechten. Ich hab doch keine Chance gegen dich. Du spielst das länger. Nee. Echt? Spielst du nicht so lange? Nein. Ja, dann können wir ein 1 gegen 1 machen. Ja. Aber ohne Sachen klauen. Ich bin Level 19. Ja gut, du kannst ja mit Elis Farm, wir können ja zum Kolosseum gehen. Ist aber auch voll weit jetzt. Ja, hab ich auch keinen Bock drauf. Krieg? Scheiß drauf. Gibt's hier Streit oder was? Ja, will Elis seinen scheiß Turm sprengen. Der will ja, ihr müsst Turm, aber zum 1 gegen, also zum Kolosseum eigentlich hoch. Der will deinen Turm. Ja. Und die Kaktusfarm von dir sieht auch scheiße aus, Eli, sag ich ehrlich. So gut wie. Nein, du lass meine Kaktusfarm. Das ist ein Mehrwert für alle hier. Stark. Ja. Du kannst die auch benutzen, das versteht ihr anscheinend alle nicht. Das ist so, wenn ihr mal Leben braucht, heilen, irgendwas, das ist einfach ein Mehrwert. Ja. Finde ich gut, dass du an das Dorf denkst, Lili. Ja, kein Problem. Da können sich manche halt eine Scheibe davon abschneiden, statt immer, weißt du, Türen zu sprengen, so ein bisschen auch einen Mehrwert reinzubringen hier. Wie meinst du damit? Ja, ich möchte keinen jetzt explizit benennen. Edis, wir gehen jetzt. Doch, sag mal. Wir hör zu. Wir gehen jetzt in die Dings. Wir gehen jetzt in die Arena und machen ein 1 gegen 1 mit Eisenteilen. Und derjenige, der gewinnt. Aha. Also wenn du gewinnst, mache ich nie wieder einen Satz, dass ich über was von dir spreng. Verlierst du, habe ich das Recht, zu ein TNT zumindest zu zünden. Okay, ich bin dabei. Okay, ich bin auf dem Weg. Aber wir machen Full Eisenrüstung alles. Ich bereite alles vor. Full Eisenrüstung, genau, richtig, ja?
ohne Essen, best of three. Ich geh rüber. Ohne Essen mit Schild? Ja, nein. Oder? Nee, also nein. Nur mit Schwertereien auf Gladiatorzeiten. Ja. Richtig, okay, okay. Okay, Fabo, ey, das kannst du fighten? Klar, ein TNT ist nichts, das stimmt, aber trotzdem habe ich ja dann weiter das Anrecht, noch mehr zu sprengen. Dann wird ein TNT gezündet. Nein, ich krieg das schon, der kann es doch selber nicht, hat er gesagt. Ein TNT wird er zünden und darauf wird er absaften. Ja. Mal abwarten, nee, ihr wisst, dass ich nicht so gut bin in Minecraft. So. Ja, aber Edis hat es glaube ich schon einmal gemacht. Nicht, Edis auch nicht. Tamam, ich bin ein Peach-Fabo, sag's doch gleich. Mann, aber so PvP hast du ja wirklich noch nicht gemacht, Edis. Doch, ich hab schon ein paar Mal gekämpft. Echt jetzt? Ja. Ich geh hin, Chat, die sind noch nicht diese, da. Diese dann? Zombies oder die. Ich hab schon ein paar Kämpfe. Okay, 3, 2, 1, go! Best of 3. Best of 3. Wer zuerst 2 Wins hat? Oh, hier wird erstmal abgewartet. Oh, da geht's los. Oh, da geht's los. Oh, warte. Nee, lass los, Edis. Ja, Edis loslassen. Ein TNT wird gesprengt. Oh. Obwohl, warte. Ein TNT. Ein TNT. Nein, Mann! Noch eins. Es sind ja 3 Runden, ne? Ja. Also 2. Wenn Monte jetzt gewinnt, ist over. Wie gehe ich da runter einfach? Leiter, ja. Scheiße. Zoom. Aber wenn er jetzt nochmal gewinnt, ist vorbei, ne? Ja. Er braucht seine ganzen Sachen. Nein, Mann. 3, 2, 1, go. Meter machen. Meter. Edis gegen Monte. Wenn Monte jetzt gewinnt, wird Edis einen Teil seines Hauses weggesprengt. Und Monte hat dann seine Genugtuung. Und zudem kriege ich 5 Subs. Warte. Nein, fuck. Knapp, oder? Fuck. Halbes Herz hatte ich noch. Oh mein Gott. Oh. Und dann macht er sich direkt auf den Weg. Ja, sofort. Nein! Sofort. Warte, Monte! Warte, ich verdoppel, Bruder. Nein, warte. Monte, 2 TNTs! Nein. Ich hab mir das eine TNT köstlich schmöchtlich, sagt die Knappe. Nein, Mann! Fuck, Alter! Edis, der Schmale. Halbes Jahr, Mann! Sag nicht schmal! Ja, okay, ich dreh mich sogar weg. Ja. Kann eine Überraschung werden. Okay, wohin sollen wir gehen? Ja, bei der Treppe ungefähr. Hier? Ja, genau, das ist gut. Oh mein Gott, ich weine. Edis. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schlimmer geht's, glaube ich. Wobei die ganzen Sachen weg sind dann. Boah, was geht, oder? Okay. Ja, also ja, geht. Seine Sachen sind weg. Weil er den Boden so 2 dick gebaut hat, sonst wäre alles runtergefallen. Stark. Edis, das ist nicht so schlimm. Was? Das ist nicht so schlimm. Was? Er macht ein zweites. Hey, das war nicht ab... Ah, ich bin tot. Ich wollte Wasser drauf kippen. Kommt er da noch rein? Ich wollte Wasser hinkippen. Nein, ich bin meinem Kolosseum. Alles gefickt. Edis. Scheiß drauf, lass neue Server machen. Scheiß drauf. Edis, du musst schnell hoch, ne? Ja. Deine Sachen, ja, die spawnen sonst. Ich weiß. Scheiß drauf. Nee, da sind doch schon die Sachen, wurden doch teilweise auch gesprengt, oder nicht? Wie, warte mal, sind die weg? Ja, manche. Nee, aber seine Neverride-Sachen und so. Nee, die Sachen aus seiner Kiste sind auf jeden Fall weg. Ja, wie, die sind weg, meine Sachen aus. Wie? Ja, wenn die doppelt gesprengt werden. Wenn du die, guck mal, wenn du Items sprengst, sind die weg. Nein! Also Monte hat die Kiste aufgesprengt und dann lagen die Sachen am Boden und dann auf den Sachen, die am Boden lagen, auch nochmal. Mhm. Nein! Aber dein Inventar ist noch da, wenn du das meinst. Ja, muss ein bisschen Stimmung reinkommen. Und jetzt muss eigentlich was passieren, Edis. Hat Monte überhaupt ein Haus? Ja, so ein Glashaus, aber das juckt ihn nicht. Der Wichser hat mit Absicht so ein Ding billiges Glashaus gebaut, das keinen interessiert, das ihn nicht juckt. War nicht Teil der Abmachung. Ja, hast eigentlich recht. Komm, ich warte auf dich. Wie komme ich denn hier runter eigentlich? Wie kommt man hier immer runter? Oh, King-Modus. Plattform zum Runterspringen. Mert hat das Spiel beigetreten. Ah, jetzt wird's krachen, Chat. Jetzt wird's schwierig. Mit Mert auch noch. Mert und Edis vielleicht auf unten, oder was? Vielleicht kommt Hallo? Salam alaikum. Moin. Alaikum salam, Mert. Ah, Jill. Was passiert? Jetzt, Bruder, du weißt,
Bei uns ist die Bruderschaft da. Jetzt brauche ich deine Hilfe, mein Bruder. Ja. Das ist jetzt Bruder. Diese, ich bin am Hauptbahnhof und ich rufe dich an, weil es Stress gibt. Du bist mein einziger Bruder, den ich habe hier auf Twitch. Was passiert? Bruder, was Monte. Geht? Was geht? Monte was hat einfach meinen Turm gesprengt. Ruf deine Cousins, Edis. Ruf deine Cousins an. Ja, ja, komm schnell. Soll ich jetzt nach Hamburg fahren oder so? Oder was? Was soll ich machen, Digga? Ich weiß nicht, was muss ich machen? Das machen wir mal anders. Jetzt erstmal in Minecraft brauche ich dich, Bruder. Ah, okay. Komm beide Bruder, in Minecraft Hamburg, bin ich Digga. Der Schwächste. Oh, ach so, Monte ist hier. Ich dachte, ja, ja, komm beide nach Scheiße. Hamburg. Scheiße, ich dachte, ich muss hier. Scheiße, okay. Ich meine, ja, du wohnst eh nicht in Hamburg, Digga. Ich meine, alles klar. Ich möchte nur noch mal als kleinen Nachtrag. Edis hat gegen mich verloren. Im Kolosseum. 1 gegen 1. Ja, und ja, dafür hat er einen TNT gefressen und aus Versehen habe ich 2 gezündet. Ja, aus Versehen. Aus Versehen. Ja, wollte was ich nicht. Was machst du denn gerade? Naja, Edis, die 5 Subs, die brauche ich auch noch, ne? Sub-Rekord. Ich bin auf dem Weg zu den 5 Subs. Was soll ich, ich hab einen Cheatcode für die Purge-Nacht. Ich warte ja, einfach warte in der Moschee. Mal. Ah, nee, dann kommt einfach Marcel und geht dich einfach umbringen. Was ist das für ein Turmland? Bist du das, Eli? Oder das ist Kaktusfarm, Mert. Du hast viel verpasst, seitdem du weg bist. Ich habe viel gemacht fürs Dorf. Ich habe eine XP-Farm für uns gebaut. Nein! Nein, ich bin selber gestorben vom Turm! Nein, er ist darauf gesprungen, ne? Nein, ist das peinlich! Die Falle für mich wurde selber zu. Digga! Ich lösche Minecraft. Bro, geh offline, sag ich dir ehrlich. Ja, ja. Das ist schon extremst peinlich, Digga. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ist das unangenehm, Junge? Ja, scheiß drauf. Achso, hier sind deine Sachen? Ja, ich war eben bei ihm auf dem Turm, da meinte er, oh, komm, spring mal runter. Er wollte, dass ich hier auf die Steine rausspringe und sterbe. Jetzt hat er es vergessen, er ist selber raufgesprungen. Fabo, ist es eigentlich schwierig, ein Pferd zu bekommen? Nö. Boah, ja, Mann, ich werde heute. Willst du Lasagne töten? Wer ist Lasagne? Du weißt ganz genau, was ich sage, als wenn dein Chat nicht schon dir vorgeschlagen hat, mein Pferd zu töten, Digga. Glaubst du, bist doof oder was? Das würde ich nicht machen. Hast du dein Pferd Lasagne genannt? Ja. Geiler Name. Weil in Lasagne Pferdefleisch drin war oder was? Das ist deine Aussage, nein. Ich fand, das Digga, ist das heftig. Namen. Was soll denn das jetzt? Da war doch irgendwie sowas, oder? Ich war das nicht, Lasagne? Du kleiner. Mert, du, okay, das Stein. Ist Krieg, Digga. Ja, Mert. Hat mich richtig Gastarbeiter gemacht. Warte, Chef. Ich bin gerade in der Wüste. Mert, ich brauch Stein. Oh Gott. Und Erde. Das wird der Junge so bereuen. Erde und Stein brauche ich auch, Mert. Für die Gemeinschaft. Okay, ich. Chef, ich bin. Was denn passiert? Alles gut. Ich weiß nicht, was du meinst. Nee, ich auch nicht, Digga. Hattet. Gänsehaut. Digga, ich bin gestorben. Ist Beatboxer geworden, kurz. Hattet ihr auch in eurem. Ach nee, ich kann das jetzt nicht mehr so. Er hat Lasagne getötet. Man, Fabo. Jetzt wird Fabo, das Ding gesprengt. Ich verteidige meinen Turm, ich gebe dir 20 Dias, bitte. Was für verteidigen? Er hat Lasagne Bruder, getötet, mein Pferd. Verteidige meinen Turm, ich gebe dir 20 Dias, bitte. Ja, was passiert denn da? Komm schnell mit, Fabo, frag nicht. Wo läufst du denn hin? Komm mit. Komm, schnell mit. Schnell. Nein! Ja. Boah, das Ding ist persönlich, Alter. Fabo! Ja? Ich brauche Hilfe! Bei was denn? Ich gehe in die Luft, ich muss runter. Edis, das Ding ist over. Hilf mir! Okay, das ist jetzt Krieg. Ist mir jetzt scheißegal. Alter. Was passiert? Das jetzt. Edis, das Ding ist over. Was passiert? Der ganze Turm ist kaputt. Ehrlich? Ja. Wo ist die NATO, wenn man sie braucht? Was machst du? Es macht noch weiter! Warte mal, Nein! Wo ist meine. Schau, also. Okay, jetzt reicht's. Oh. Okay jetzt reicht's. Egal, alles gut. Du hast mein Pferd getötet, Digga.
Wenn du so machst, auf persönlicher Ebene, okay, aber Tiere töten und in Streit mit reinziehen, die da nichts für können. Scheißegal, ist mir scheißegal. Ja, alles gut, kein Problem, Digga, tamam. Scheißegal. Alles gut, ich mach das, das war's jetzt. Nö, jetzt ist mir scheißegal. Was machst du jetzt, Edis? Was machst du jetzt? Ich geh jetzt Vollkontakt rein. Vollkontakt? Ja, Vollkontakt. Ich brauch Stein, sonst kannst du nicht weitermachen, Chat. Nee, Chat. Tiere, Digga, da hört der Spaß auf, sag ich ehrlich. Bei Tieren hört der Spaß auf. Was? Okay. Die Nether-Kiste, egal was da drin ist, das kann man nicht kaputt machen, richtig? Die Ender-Chest, nö. Ist egal. Egal, okay, was gut da drin ist. Also, das ist auch so, dass... Von die Ender-Chest ist sowas Kiste wie eine iCloud. Ja, ist gut erklärt, actually. Ist wirklich gut erklärt, Mert. Ja. Das ist aber so witzig. Oh, meine Güte. Du bist nicht mehr Edis der Schmale. Du bist Edis der Tiertöter. Boah, was hat er gesagt? Ach so, ja, machen wir diese? Ja, nur zur Info, diese. Du warst derjenige, der eine Moschee sprengen wollte. Wollte, was? Genau, richtig. Wollte, aber nicht gemacht hat. Egal, gesagt, stark, getan. Ja, gesagt ist auch schon. Ja, Bruder, ich finde schon, wenn du sagst, ey, mach allein schon dieser Gedanke darauf. Ja, was der Gedanke ist und was man macht, ist das eine. Aber Diggi, du hast ein unschuldiges Tier getötet. Lasagne. Verstehst du, wie ich meine? Ich glaube, wer sein Tier Lasagne nennt, der bereut sich das Tier, wenn es erlöst wird. Nee, das glaube ich nicht, Digga. Also sagst du, wenn ein Tier einen schlechten Namen hat, ist es okay, es zu töten? Boah. Also, ich sag dir ehrlich, immer mehr schlechter Mensch. Oh, okay. Das ist gar nicht gut. Was? Fabo, nicht helfen. Das ist das Haus von Islam. Ja, das ist Edis seine Schuld. Welcher Schwatzkopf hat da Stein hingebaut? Boah. Das von Islam sah sogar richtig gut aus. Er hat von Islam das Haus kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ich? Einfach von einem Kind. Junge, du hast einfach von einem fucking 8-Jährigen das Haus kaputt gemacht. Holy shit, Edis, dass du dich nicht schämst, Digga. Gut so, Mert. Mert, mach das ganze Sand in die Öfen rein. In die Öfen. Alle Sand in die Öfen. Oh mein Gott, Edis. Oh mein Gott. Schau mal an, wie es hier brennt. Oh mein Gott. Oh, wenn das Abo sieht. Wie Abo? Warte mal, wie Abo? Das ist von seinem Sohn das Haus. Von Nein! Oh mein Gott, du wirst so gefickt. Fucking Idiot. Holy shit. Wie? Und er hat auch ein Bündnis mit Rohat. Ja. Ach, oh mein Gott. Oh ja, Edis, gefällt dir das, ne?